Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute zum Thema Regeneration. Ja, das ist er. Das ist der Mr. T-Finger. Ich wurde schon einmal ein paar Mal darauf hingewiesen, dass ich hier sehr viel Fingerarbeit leiste. Tja, das ist halt der Mr. T-Finger. Ich weiß, da gibt es natürlich viele Spezialisten, viele Werbespezialisten und Strategen und was weiß ich was, die dann sagen, das sollst du nicht machen, du sollst auch ein grünes Mützchen aufziehen, ein weißes Schleifchen, was weiß ich auch immer, das ist alles recht und schön. Kann man machen, muss man nicht machen, das ist leider mein Finger, ich kann ihn nicht bändigen, der macht sich immer selbstständig und genau deswegen, es ist halt der Mr. T-Finger, was will man denn machen? Ich habe vor kurzem versucht, mal ein Video zu besprechen aus dem Off, das habe ich dann auch gemacht und habe das immer versucht und hatte immer in der linken Hand das Mikrofon. Und irgendwie hat es überhaupt nicht funktioniert. Und irgendwann kam ich mal auf die Idee, nehme ich mal in die rechte Hand das Mikrofon und siehe da, der Mr. T-Finger war frei und schon hat es funktioniert. Das mal zum Thema Mr. T-Finger, vielen Dank für die, die mich benachrichtigt haben, mir die Tipps gegeben haben, Vorschläge, wie ich es am besten machen könnte. Vielen Dank. Mr. T-Finger ist am Start und jetzt geht's los zum Thema Regeneration. Regeneration. Was ist Regeneration? Ganz einfach, ausruhen, nichts tun. Es gibt aktive Regeneration, es gibt passive Regeneration. Wo ihr hingehört, was ihr machen sollt, das dürft ihr selber entscheiden. Ich gebe euch dafür die Tipps. Und zwar, wir haben natürlich alle zum Beispiel von Natur aus ein gewisses Gemüt, wir sind ein gewisser Körpertyp. Der eine ist sehr aktiv, der andere ist sehr passiv, sehr eingeschränkt in seiner Bewegungsweise, der andere ist immer etwas unterwegs. Dann gibt es natürlich noch unterschiedliche Berufsbilder. Der eine ist körperlich arbeiten, auf dem Bau, am Straßenbau, auf dem Dach, was weiß ich, wir machen den ganzen Tag hohe mechanische Belastung. Und dann gibt es noch die Büroarbeiter, die den ganzen Tag eher weniger Belastung haben, die ganz viel mit dem Geist machen oder automatisiert irgendwelche Häkchen setzen. So, da haben wir natürlich ein ganz unterschiedliches Körperbild. Und jetzt kommt es, ganz wichtig, hier kann man keine pauschale Aussage treffen. Sondern ich muss natürlich immer davon ausgehen, von dem Körpertyp, den ich darstelle und das Berufsbild, was ich habe, das muss ich mit in die Bewertung reinnehmen. Das ist nochmal Punkt Nummer 1. Somit hat natürlich klar, ein Mensch, der den ganzen Tag aktive Belastung hat, natürlich eher mal den Bedarf, sich auszuruhen, wie ein Mensch, der den ganzen Tag körperlich inaktiv ist. So, und jetzt kommt noch dazu, wie kann man sowas eigentlich testen? Da gibt es ganz einfach zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist die sogenannte Herzruhefrequenzmessung. Ihr steht morgens auf, zieht am besten gleich ein Brustgurt an, bleibt auf dem Bett sitzen, macht eine Herzfrequenzmessung in Ruhe. So, und das macht ihr 8 bis 10 Tage, eine Zeit, wo ihr euch relativ wohlfühlt. Und dann rechnet ihr den Mittelwert aus. Der Mittelwert ist zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen 68 Herzschläge pro Minute. So, und jetzt fühlt ihr euch irgendwann mal 3 Wochen später, naja, fühle mich nicht so toll, mache eine Herzruhefrequenzmessung und stelle fest, ich habe morgens anstatt 68, 78, 10 Schläge mehr. Das könnte schon mal ein Rückschluss darauf sein, dass ich eine etwas längere Pause benötige, dass ich einfach mal 2 Tage Trainingspause machen soll. Andere Möglichkeit ist das Biofeedback. Höre auf dein Biofeedback. Dein Körper spricht mit dir, du gehst ins Fitnessstudio, trainierst, du stellst fest, heute bin ich nicht Superman, heute bin ich auch nicht Herkules, heute bin ich so klein mit Hut und packe nichts, habe keine Intensität, habe keinen Power, kriege nichts zustande, mein Geist passt überhaupt nicht zum Training, mein Körper möchte nicht. Auch das ist ein Zeichen, man sollte mal eine Pause machen. Wie gestalte ich eine Pause? Ich kann eine Pause aktiv gestalten, ich kann eine Pause passiv gestalten. Aktive Gestaltung heißt, ich mache mal eine ganz andere Sportart, aber in einem entspannten Modus, ohne Wettbewerbmodus. Passive Pause heißt, ich mache zum Beispiel mal Saunagänge, ganz entspannt. Ich gehe draußen spazieren, beziehungsweise ich lese ein Buch, ich lege mich zu Hause hin, schaue einen schönen Film an, meditiere, was auch immer, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und so sollte man sich dann für seinen Körpertyp die entsprechenden Möglichkeiten raussuchen. Jemand, der den ganzen Tag körperlich hochaktiv ist, jemand, der auch noch hart geht, also der viel essen kann, ohne dass er zunimmt, weil einfach ein Mensch mit wahnsinnigen Energien alles verbrät, da würde ich eher raten dazu, eine passive Regeneration zu gestalten und bei den Menschen, die natürlich den ganzen Tag eben körperlich inaktiv sind, auch etwas träger sind von Natur aus, da kann man auch eine aktive Regeneration gestalten, indem man eine andere Sportart ausübt, entspannt, draußen Mountainbike fahren geht, spazieren geht, was auch immer. So, das war schon mal das Thema Regeneration. Ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen was zu Herzen nehmen. Warum? Weil ich es immer wieder erlebe. Menschen gehen ins Fitnessstudio und es ist eine Zwangshandlung. Der Körper ist zwar schlapp, die fühlen sich unwohl, aber nein, sie müssen ins Fitnessstudio gehen. Warum?
weil es der Kopf sagt und weil man denkt, oh, man könnte ja Muskelmasse verlieren, oh, man könnte ja schlechter werden. Zwangshaltungen tun nie gut, genau aus diesem Grund, hört auf den Körper, seid ein bisschen entspannter und wenn es nicht klappt, fragt einfach Mr. T. Bis dahin alles Gute.